Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge diese Woche. Ja, von meiner Seite alles Gute, Klaus. Schöne Denkepause. Nein, es ist kein dritter Gast heute oder es ist kein Gast heute von Anfang an mit dabei. Der Gast kommt erst im Laufe der Sendung dazu. Bevor wir unseren Gast begrüßen, auch von mir ein recht herzliches Hallo an alle Helden der Mikrobiologie, von Kläranlagen, von Kanalnetzen. Darauf gehen wir heute ja ein bisschen intensiver mal drauf ein, nachdem wir die Kläranlagen in der Vergangenheit hatten. Ja, Klaus, wie geht's dir? Ich wurde heute schon gefragt, muss mal kurz ansprechen, wurde heute schon vom Samuel gefragt, er ist ja unser Fan jetzt. Und diese Woche gab es keine Folge, habe ich gesehen, Klaus. Wo ist die Folge? Nein. Doch, wurde ich echt gefragt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Montag war halt Feiertag und wir haben halt heute auf Mittwoch unsere Aufnahme verschoben. Und wir werden natürlich weiterhin immer eine Folge pro Woche aufzeichnen. Es war bloß diese Woche wegen dem Feiertag am Montag, haben wir das um 2 Tage verschoben. Ja, da wollte ich ja mein Gesicht in die Sonne halten. Und bin ich braun geworden, Klaus? Nee. Ich habe auch so ein Weißbrötchen. Ja, das stimmt. Ich werde auch nicht so richtig braun. Nee, das ist ein anderes Thema. Und zwar musste ich auch diesen Montag noch arbeiten. Ich habe so ein Gartenhaus hier aufgebaut. Ey, das ist auch... Übrigens, meine Terrasse ist ja jetzt fertig. Und jetzt kommt auf diese Terrasse so ein Gartenhaus rauf. Und da bin ich jetzt auch wieder dabei, das aufzubauen. Und das habe ich auch wieder unterschätzt. Also irgendwie die handwerklichen Dinge unterschätze ich einfach. Also irgendwie bist du mir schneller. Deine Terrasse ist schon fertig und mein Zaun ist immer noch nicht durch. Naja. Ja, Das ist ja ein Zaun, der geht bis, weiß ich nicht, in die Erdatmosphäre hoch. Der muss entwässerungstechnisch gut geplant sein, dass das auch alles funktioniert. Wir sind ja hier im wasserwirtschaftlichen Bereich und ich musste erst noch umfangreiche Bodenuntersuchungen machen, dass das auch alles funktioniert. Das ist okay. Ja, ich habe extra meine Terrasse übrigens ohne Gefälle verlegt. Weil man mir gesagt hat, also die Ingenieure meinten, ey, mit Gefälle, ne, damit das Wasser wegfließt. Und die Praktiker haben zu mir gesagt, kein Gefälle. Das verläuft sich zwischen den Fugen. Brauchst nicht machen. Ich habe da auf die Praktiker gehört. Also ein Shootout an alle Praktiker da draußen. Okay. Das ist ja auch ein gutes Stichwort, ne? Praktiker. Das soll es ja heute drum gehen, um die Praxis im Kanalbetrieb. Da haben wir heute auch einen sensationellen Gast, und zwar den Frank Mennig. Der ist der Leiter vom Kanalnetz in Dresden. Der kommt uns nachher dazu und der hat wirklich viel Erfahrung und ist einen der, würde ich sagen, Vorzeigeunternehmen im Abwasserbereich bei der Stadtentwässerung Dresden. Und da können wir uns nachher schon gespannt drauf machen, was wir da alles so erfahren über den Bereich Kanalbetrieb. Aber vorher müssen wir ja nochmal auf die Community eingehen. Da sind wir, ich habe eine krasse Geschichte, wenn wir jetzt bei der Community sind. Okay. Ohne Witz, ich hatte das erste Mal so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, boah, durch den Podcast ist man jetzt dann bekannt geworden. Ich hatte so ein berufliches Gespräch und hatte dann das erste Mal dort angerufen, hat sich jemand gemeldet und gesagt, also ich wollte zu dem Kollegen und dann meinte die Person am Telefon, nee, der ist gerade nicht im Hause. Dann habe ich nochmal angerufen, zweites Telefonat. Dann war der immer noch nicht im Hause, ihr Kollege, den ich eigentlich sprechen wollte. Und dann sagte die Kollegin, die ich dann am Telefon hatte, du, übrigens höre ich euren Podcast. Und da war ich das erste Mal so zwischen Beruf und Podcast. Boah, geil. Ja. So müssen sich so Promis führen, wenn die so überall erkannt werden, ne, dann. Auf jeden Fall war das schon echt ein, ja, creepy, aber es war ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Ja. Nee, das ist schon super. Ich bin auch schon öfter darauf angesprochen, aber so ein Erlebnis hatte ich jetzt noch nicht, dass der einer so, muss man nächstes Mal, wenn du über die Straße gehst, dann gucken dich die Leute alle an und denken, oh geil, warum gucken die mich alle an? Ist das der Abwasserheld? Das ist der Abwasserheld, ja. Okay, aber lass uns mal zur Community kommen. Also wir haben ja diesmal wieder die Kategorie Abwasser einfach geklärt und die passt auch diesmal zum Kanalnetz. Und zwar ist es die Frage nach, was ist ein Misch- und was ist ein Trennsystem? Da wird uns wahrscheinlich der Frank nachher auch ein bisschen was erzählen können, wie es in seinem Kanalnetz aussieht. Ja, aber Daniel, erklär doch mal, was ist denn der Unterschied? So muss ich eigentlich mal anfangen. Und gut, ich erkläre das mal mit meinem laienhaften Verständnis und dann kommst du wieder, okay? Ja, ich werde es dann berichtigen. Ich werde es dann korrigieren. Okay, dann berichtige das mal wieder, so wie immer. Und zwar, ich habe das mal so verstanden, Trennsystem, da trennt man ganz klar zwischen Schmutzwasser, also wirklich Fäkalien, ne, alles, was bei uns irgendwie durch Toiletten, Waschbecken und so fließt alles durch das Schmutzwassersystem.
Und dann neben diesem Schmutzwasserkanal, wo das Schmutzwasser durchfließt, habe ich dann noch einen Regenwasserkanal, wo ich dann hauptsächlich Niederschlagswasser, das Regen, das saubere Regenwasser von Gott herunterkommt und abgeleitet wird. Von Gott. Und dann beim Mischwassersystem ist es so, dass beides zusammenfließt. Ja, also grundsätzlich hast du vollkommen recht. Mischwasserkanal, ein Kanal für alle Abwässer, Trennsystem, ein Kanal fürs saubere Regenwasser und ein Kanal fürs Abwasser, für Schmutzwasser. Aber was ist denn jetzt ein modifiziertes Trennsystem? Schon mal gehört? Gute Frage, die würde ich zurückstellen oder ich würde einen Telefonjoker anrufen. Telefonjoker, lass mal die Fäcke. Zum Beispiel gibt es auch modifiziertes Trennsystem, das kann auch in verschiedenen Ausprägungen sein. Da kann es zum Beispiel sein, dass du Wasser von Dachrinnen noch in den Regenwasserkanal lässt, aber zum Beispiel das Wasser von Straßeneinläufen in den Mischwasserkanal, also den Schmutzwasserkanal fließt. Okay. Ja? Solche Geschichten zum Beispiel. Deswegen, also es gibt auch viele Ausprägungen dazwischen, aber grundsätzlich kann man sich merken, Trennsystem, zwei Kanäle, das sieht man auch übrigens, wenn ihr das jetzt bei euch nicht erkennen könnt, wenn ihr immer zwei Schachtdeckel nah beieinander habt auf der Straße, dann heißt das, ist das oft ein Anzeichen dafür, ist ja alle 50 Meter gibt es ja oft einen Kanaldeckel, das ist ja so immer der Abstand, den man sagt. Und wenn man zwei beieinander hat, dann heißt das immer, dass es dann eher ein Trennsystem ist. Beim Mischwasserkanal hat man eher nur einen Kanaldeckel alle 50 Meter in der Straße. Und wisst ihr, was ihr machen müsst, wenn da vier Schachtdeckel sind? Oh, die Story. Dann müsst ihr die einfach mal nachts aufmachen. Und warten, bis die Polizei kommt. Und dann braucht ihr jemanden, der eine Visitenkarte hat und sagt, ich bin Experte. Ja, dann fährt die Polizei wieder weg, ne? Was man nicht alles so betrunken nachts auf der IFAD-Nacht macht, während der Messe. Also, wer Lust hat, kann gerne mal, wenn die nächste IFAD im Jahr 2022 ist, bei uns am Stand vorbeikommen, Daniel, und dann erklären wir denen mal die Story, wie man den Schachtdeckel nachts um 1 Uhr in Bayern aufmacht und da trotzdem die Polizei kommt. Richtig. Ja, aber gut, dann lass uns doch unseren Experten für Misch- und Trennsysteme dazu holen, unseren Gast. Und ja, wir holen ihn jetzt einfach mal dazu in die Runde. Ne? Ja. Solange er sich noch am Einwählen ist, Klaus, möchte ich nochmal die Frage klären zwischen Nord- und Süddeutschland. Du hast ja hauptsächlich Mischwassersysteme, oder? Ich erkenne ja eigentlich nur Trennsysteme hier oben. Ja, da gibt es in Deutschland ja den Mischwasseräquator. Der verläuft so schräg durch NRW und dann Thüringen, so von Nordwesten nach Südosten. Und alles, was südlich von dem Äquator ist, hat mehr Mischsystem und alles, was nördlich davon ist, hat mehr Trennsystem. Das hat ja historische Gründe, warum das so ist, aber auch geografische Gründe. Ihr habt ja große Flüsse im Norden und wenig Gefälle. Und das heißt gute Vorfluter. Und aber auch im Osten, zu Ostzeiten, war halt gerade durch diese russische Prägung der eine starke Trennsystemorientierung damals schon da. Hier im Süden gibt es eigentlich Trennsysteme nur dort, wo man Seen hat, also zum Beispiel Starnberger See, Ammersee oder alles, was so in der Rheinebene ist, im Badischen. Da hat man viel Trennsystem. Auch noch in Donau und diese ganzen Donauzuflüsse, da hat man auch noch vermehrt Trennsystem. Ansonsten ist es doch schon sehr mischsystemlastig. Okay. Ja gut, der Herr Männig ist auch dabei. Ja, jetzt haben wir unseren Experten dazu geholt. Zu Gast ist also bei uns der Frank Männig von der Stadtentwässerung Dresden, ist Leiter vom Kanal. Guten Tag. Vom Kanalnetz. Frank, vielleicht sagst du ein, zwei Worte zu dir, was du in Dresden machst. Und ja, du hast ja eigentlich das schon gesagt. Also ich bin bei der Stadtentwässerung Dresden GmbH, dem Abwasserentsorgungsbetrieb für die Stadt Dresden und noch auch für einen Teil des Umlandes. Und bin dort Leiter der Abteilung Kanalnetzbetrieb. Genau. Ja, wir haben ja schon uns mit Kläranlagen beschäftigt und heute soll halt das Kanalnetz dran sein. Und da würden natürlich unsere Zuhörer vom Abwassertalk wahrscheinlich interessieren, was macht man so den ganzen Tag als Leiter von so einem Kanalnetz? Wie ist so der Tagesablauf? Wie sieht das so bei dir aus? Also was sind so die wichtigsten Aufgaben? Ja, zurzeit ist natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen anders als sonst. Zum Beispiel, dass man Videokonferenzen macht oder jetzt hier in dem Fall sich per Telefon in größeren Gruppen unterhält. Also sonst ist eigentlich nicht so. Wir gucken uns eigentlich meistens in die Augen. Aber
der Kanal ist, läuft natürlich weiter und das, ich habe natürlich noch Meister, die den, die Arbeiter führen, Teamleiter, die den, den Meistern sozusagen das sagen, was notwendig ist. Und von daher bin ich jetzt also nicht immer im direkten Betriebsgeschäft sozusagen unten an der Basis, sondern nur hin und wieder. Aber ich ziehe mir dann auch ab und zu mal meine Arbeitsschutzschuhe an und besuche meine Leute vor Ort, um zu erfahren, was so Sache ist. Ja, ansonsten ist natürlich der Job eines Betriebsleiters auch mit viel Bürokratie verbunden. Viele Formalismen müssen erfüllt werden und das bindet natürlich auch viel Arbeitszeit. Jede Menge Beratung zu allen möglichen Themen, überall dort, wo die Säge klemmt, muss halt wieder gängig gemacht werden. Okay, das ist eine gute Metapher eigentlich an der Stelle. Was gehört denn alles? Also jetzt stell mir so ein Laie vor, ein Kanalnetz, okay, das sind die Rohre, drücken wir auf eine Toilettenspülung und dann läuft das Wasser irgendwie zur Kläranlage. Was gehört denn da alles dazu zu so einem Kanalnetz? Naja, es, wenn du so willst, beginnt es eben halt dort, wo man auf den Knopf drückt, an der Toilette oder am Waschbecken oder an der Badewanne oder an der Waschmaschine, beziehungsweise am Regenrohr. Das Regenwasser läuft ja auch oft über die Kanalisation ab, soweit es nicht jetzt direkt irgendwo auf dem Grundstück versickert. Ja, es läuft dann über die Hausinstallation, über einen Revisionsschacht. Das ist sozusagen so ein Übergabepunkt, wo man also auch reinigen und inspizieren kann. Dann in die öffentliche Kanalisation, die sich also dann auf den Straßen meistens befindet und über Sammelkanäle, dann Hauptkanäle zu den großen Gebietshauptkanälen, sagen wir bei uns. Also klar, Entwässerungsgebiete gibt es dann immer große Hauptkanäle und dann zu den Abfangkanälen. Das sind die Kanäle, die hier in Dresden und in anderen Städten, die an Flüssen liegen, dann rechts und links vom Fluss liegen und dann also alles einsammeln, was an Abwasser anfällt und dann zur Kläranlage bringen. Bei uns ist dann noch hier mal die Querung der Elbe notwendig. Da gibt es einen großen Düger, den wir jetzt erst in den letzten Wochen saniert haben mit einem großen Inliner, also einem Kunststoffschlauch, der durch einzieht. Beeindruckende technische Geschichte ist das gewesen. Wir sind froh, dass es jetzt gerade über die Bühne gegangen ist. Also dieser Düger spielt eine große Rolle. Insgesamt haben wir 8 Stück davon. Und es gibt natürlich auch noch Gebiete, die, von denen das Abwasser nicht im freien Gefälle Richtung Kläranlage läuft. Und dort haben wir dann Pumpwerke, die dann teilweise in Kette von Pumpwerk zu Pumpwerk dann das Abwasser eben halt dann über den Berg, über den letzten Berg dann pumpen und dann läuft es im freien Gefälle Richtung Kläranlage. Ist ja so, dass was gehört noch dazu? Schächte gehören natürlich dazu. Das wird sicher, wird euch sicher besonders interessieren, dass Schächte natürlich dazu gehören, ja. Weil aus den Schächten kann es natürlich auch mal riechen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen unser Spezialgebiet an der Stelle, stimmt. Genau, deswegen sehen wir gerade noch ein. Ja, und sag mal, da hast du dann für jede Abteilung quasi einen eigenen Mitarbeiter, der dann quasi zuständig ist für Rohre, für Becken, für Pumpwerke und so weiter. Es ist ja in so einer großen Stadt wie Dresden dann auch wahrscheinlich schon eine ganze Menge an Mitarbeitern, die da arbeiten, oder? Ja, ungefähr 100 Mitarbeiter sind jetzt im Kanalnetzbetrieb tätig. Und wir haben also die Stadt aufgeteilt in zwei Hälften, wenn man so will. Und da ist also jeweils ein Meister mit ungefähr so 14, 15 Leuten praktisch verantwortlich. Dann gibt es außerdem noch einen Meister, der mit 7, 8 Leuten für die Abwasserpumpwerke zuständig ist. Weil das ist doch eine spezielle Arbeit, die also spezielles Wissen und Erfahrung erfordert, die also wir da abgetrennt haben von den sonstigen Kanalistätigkeiten. Wir haben auch noch einen Meister, der eine ganze Truppe auch von so 12 Leuten unter sich hat, die sich um die bauliche Unterhaltung kümmern. Also alle Reparaturen, insbesondere an Schächten und Schachtabdeckungen, die ja jeder von uns ja im Straßenverkehr merkt, wenn er drüber fährt und es hoppelt, dann ist die Schachtabdeckung irgendwie nicht so richtig eingepasst. Und da haben wir also jedes Jahr immer wieder aufs Neue zu tun, um dort die schwersten Schäden zu beseitigen, was wir zum Teil selber machen. Teilweise binden wir auch noch Baufirmen dann dafür. Ja, und dann
gibt es noch einen ganz geilen Bereich hier, der sich um den unseren Fuhrpark kümmert und gleichzeitig um das Lager. Denn für all diese Tätigkeiten braucht man natürlich auch Lagermaterial und das muss beschafft werden, das muss entsprechend erfasst werden, Ausgabebelege und so weiter abgerechnet. Da gibt es also auch noch einen Meisterbereich, der das macht. Also wie sind Sie eigentlich zum Kanalnetz gekommen? Also welche Aufgaben haben Ihnen, ich sag mal, ganz am Anfang besonders viel Spaß gemacht und wie sind Sie überhaupt zu dieser Position des Kanalnetzleiters gekommen in Dresden? Ja, bei mir war das so, dass ich ja schon vor der Wende mit meinem Studium fertig war, also 87, und dann in dem damaligen VEB WAB Dresden, also VEB Wasserversorgung und Abwasserbahn in Dresden, dann in einer ganz anderen Richtung unterwegs war. Und dann, als die Wende kam, wurde also alles nochmal neu sortiert. Und der Abwasserbereich, der war ja zu DDR-Zeiten total unterbelichtet, sage ich mal. Also es waren viel zu wenig Leute für die Aufgaben da. Das Abwasser spielte keine Rolle. Irgendwie floss es schon ab, nach dem Motto. Und da wurde also neu aufgebaut. Und da habe ich mich damals dafür entschieden, obwohl ich eigentlich nicht so richtig wusste, was mich da erwartet, das da mitzumachen. Ganz einfach, weil es da eben halt auch interessante Jobs gab. Und mein erster Job war Kanalnetzbau, also Gruppenleiter Kanalnetzbau nannte sich das, wo also die ersten Baumaßnahmen nach der Wende dann stattfanden und umgesetzt werden mussten. Und dann hat sich das irgendwie, da habe ich verschiedene Positionen dann noch gehabt. Und irgendwann ist ja mein Vorgänger also irgendwann, genau gesagt, im Jahr 2002, als das große Hochwasser hier war, ist er in Rente gegangen. Und ich hatte mich dann als Nachfolger beworben und so bin ich dann hier zu diesem Job gekommen. Also direkt 2002 beim Hochwasser ins kalte Wasser geschmissen worden. Nee, das war wirklich so. Also das, wenn der Rententermin da ist, dann ist er da. Ja. Also das gibt's ja dann auch. So, das war bei ihm wirklich so. Am 31. Juli ist er in Rente gegangen. Und ab August war ich dann sozusagen zuständig. Und das war gerade der Höhepunkt des Hochwassers. Ja. Das war natürlich erstmal dann auch ein gewisses Chaos, was das Hochwasser hinterlassen hatte. Und da konnte man richtig dann mal von unten alles wieder neu aufbauen. Das ist ja auch ein Steckenpferd von dir quasi, so ein bisschen, wenn du sagst Kanalbau, jetzt im Kanalnetz, dass du dich auch mit der Historie vom Kanalnetz viel beschäftigst. Ne? Ist das schon immer so gewesen oder ist das so nach und nach gekommen? Oder du hast ja vorhin auch sowas von Abfangkanälen gesprochen. Es war ja nicht immer so, dass man eine Kläranlage hatte, oder? Ja, das hat sich ergeben. Und zwar gab es vor ein paar Jahren mal, wurde organisiert, dass so ein Journalist von der Sächsischen Zeitung, Peter Hilbert, ein Buch über die aktuelle Situation der Standentwässerung schreiben sollte. Es wurde also unterstützt mit entsprechenden Gesprächspartnern. Und ich hatte da eben halt dann den Part, etwas zur Geschichte zu sagen und habe dann also selber erstmal gelesen, was so in den bisherigen Publikationen und alten Dokumenten teilweise auch stand und bin dann einfach dahin geblieben, weil ich festgestellt habe, dass eben viele Sachen gar nicht erforscht waren, insbesondere die im 19. Jahrhundert, also 1800 und ein Stückchen, dann diese Entwicklung, bevor dann sozusagen die moderne Kanalisation im Jahre 1890 hier in Dresden eingeführt wurde, das war also sehr unbekannt. Als Mittelalter hat man immer mal irgendwelche Ausgrabungsfunde zu Gehör und Gesicht bekommen, aber eben halt in dieser Zeit immer wenig bekannt. Und es gibt aber sehr viele Quellen dazu und ich finde eigentlich hier fast Monat für Monat neue Sachen heraus, wie sich das damals alles so abgespielt hat. Und für mich ist das persönlich eben halt auch sehr irgendwie erkenntnisreich, wenn sich sozusagen so wie so ein Puzzle dann langsam vervollständigt und man also dann weiß, wie die ganze Sache eigentlich alles entstanden ist und die Hintergründe kennt und so weiter. Hat man früher eigentlich auch zwischen also Misch- und Trennsystem unterschieden oder wie ist das eigentlich so im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert dann erstmal gewesen? Naja, im Mittelalter hatten viele Städte gar keine Kanalisation, da gab es wirklich bloße Rinnen, wo irgendwie irgendwas abfloss. Und aber in Dresden war es so, Dresden hatte schon eine Kanalisation seit ungefähr der Renaissancezeit und da durfte aber kein
kein nichts Dickes eingeleitet. Ja? Also sprich, die Fäkalien, der Fäkalschlamm, der musste sozusagen auf den Grundstücken erstmal verbleiben und es durfte eigentlich auch nicht mal die dünne Phase abgeleitet werden, sondern eben nur Regenwasser und ja, was ist sonst noch so. Der Grund war, dass die Fäkalien einfach als Dünger hoch geschätzt wurden. Es gab ja keine Kunstdünger und es war damals sozusagen eine Systemfrage, die Fäkalien in der Landwirtschaft einzusetzen. So, und dann gab es im 19. Jahrhundert die interessante Diskussion über die weitere Verfahrensweise, eben mit genau dieser Praxis der Fäkalienausschaffung, hat man das oft genannt, aus den Städten. Und da gab es zwei Parteien. Und die eine, die waren für die Abschwemmung der Fäkalien, in der sogenannten Schwemmkanalisation. Und die anderen waren eben für das weitere Fortsetzen von der Abfuhr, abpumpen oder in Kübeln oder wie auch immer. Gab es verschiedene Varianten dann. Und aus dieser Schwemmkanalisation, die sich dann natürlich letztendlich durchgesetzt hatte, daraus wurde dann das Mischsystem. Ja, also okay. Das heißt, also Abwasser zusammen mit Regenwasser wurde abgeleitet und dann wird auch geklärt noch dann später, am Anfang ja nicht. Das Trennsystem kam ein bisschen später, denn ich glaube so am Anfang des 19. Jahrhunderts in Wuppertal gab es wohl das erste Trennsystem, wo man also gesagt hat, das ist ja, wenn ich also einen Fluss nahe habe, dann kann ich ja auch das Regenwasser dann direkt in den Fluss und dann habe ich ja sozusagen ein dickeres Abwasser, weil auch am Anfang des Mischsystems wurden ja, und das war in Dresden an der Kläranlage genauso, dann wurde der Klärschlamm dann wieder an Bauern verkauft am Anfang sogar und am Schluss dann kostenlos abgegeben und jetzt muss man Geld dafür bezahlen, dass man überhaupt loskriegt. So ist die Entwicklung gewesen. Und in Dresden, wie ist da so euer Anteil vom Misch- und Trennsystem? So ungefähr 3/4 der Stadt werden im Mischsystem entwässert und 1/4 im Trennsystem. Und sind da die Aussichten so, dass ihr da immer noch weiter vorgeht und sagt, okay, wir wollen weiterhin auf Trennsystem umrüsten oder bleibt ihr beim Mischsystem? Ja, es gibt ja im neuen Wasserhaushaltsgesetz so eine Formulierung drin, dass man also eigentlich nicht im Mischsystem entwässern soll. Und deswegen nehmen die Mischsysteme auf jeden Fall nicht zu. Das ist eigentlich eher selten, dass nochmal ein neuer Mischwasserkanal gebaut wird. Man orientiert in der Regel jetzt aufs Trennsystem, aber wir haben jetzt hier bei uns nicht den Ansatz, dass wir jetzt unser Mischsystem umbauen wollen. Also wir haben das in einem Ortsteil zum Beispiel nach der Wende mal gemacht, in Langebrück. Da gab es ein Mischsystem. Ein ganz kleiner Bach, der natürlich davon überfordert war, von den Emissionen, die da reingingen. Und das haben wir umgebaut. Hat übrigens dann 15 Jahre gedauert, bis dann wirklich die Anschlüsse so zu 99% ausgebunden waren. Ganz zähe Angelegenheit. Mhm. Ja, also wir setzen eigentlich weiter aufs Mischsystem, zumal ja jetzt die Spurenstoffe eine größere Rolle spielen, Reifenabrieb, Abrieb etc., Stoffe, die also mit dem Regenwasser abgespült werden. Und wenn die also natürlich in so einen Trennkanal, so einen Regenkanal reingehen, dann gehen die in der Regel ja dann mit vielleicht einer mechanischen Behandlung ja dann doch gelöst direkt ins Gewässer, während ich beim Mischsystem die Chance habe, dass ein Teil im Klärschlamm sich wiederfindet. Was vielleicht auch nicht gut ist, aber wenn ich ihn verbrenne, ist es, glaube ich, dann kein Problem mehr. Würdest du sagen, das ist eine absolute Philosophiefrage? Also das ist bei vielen eine Glaubensfrage, ja. Also da gibt es ganz, ganz harte Gegner das von dem einen oder anderen System, die dann auch oft so mit so philosophischen, ideologisch belasteten Ansätzen dann kommen. Ja. Und das ist natürlich, jedes Ding hat seine Vor- und Nachteile und so ist es also beim Misch- und Trennsystem auch. Es ist ja auch interessant, dass du das gerade mit den Fäkalien siehst. Wir hatten mal eine Diskussion am Anfang in einem anderen Podcast, da ging es um den Rostocker Eimer. Sagt dir das was? Den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, was es ist, weil in vielen Städten, in Dresden auch, in Leipzig, weiß ich, in vielen Städten gab es neben dem Gruben
neben den Fäkalienkurven, die ausgepumpt wurden, dann eben halt noch Kübel, Eimer, Fässer oder ähnliche, die dann tatsächlich in den Kellern standen und wo Fallrohre von irgendwelchen Abtritten hinführten und die dann regelmäßig entleert wurden und abgefahren wurden. Ja. Das wird nur beim Rostocker Alm auch so ähnlich gewesen sein, oder? Das habe ich in Uni Weimar, da war das eine Abbildung in der Ausbildung und da stand Rostocker Alm, ist ja meine Heimatstadt Rostock, deswegen habe ich gedacht, wir haben da große Anteile in der Abwasserentwicklung gehabt. Ja, das war was ganz Typisches für das, sagen wir mal, für das 19. Jahrhundert, so ab 1830, 40, schätze ich mal, ging das los und endete dann, als dann die modernen Kanalisationen und die Wasserklosets kamen. Da war dann Schluss mit Eimern und Kübeln. Also wer da mal vielleicht noch nachlesen will, du bist ja da sehr bekannt auch in der Literatur. Wir haben ja die KAA Betriebsinfo und die KAA auch schon mal vorgestellt. Da gab es einen Artikel darüber von dir, ne, in der KAA Betriebsinfo. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Welche Ausgabe? Ja, das war, glaube ich, letztes Jahr. Das war aber jetzt speziell dann, es war nicht da, zu diesem Thema, aber da bin ich gerade dabei, was zu schreiben dazu in unserer Betriebszeitung. Klaro heißt die. Gibt es auch im Internet, kann man auch googeln, wenn man will. Also ich können wir ja mal verlinken. Können wir verlinken in unserem Podcast. Ja, es ist auch noch nicht erschienen, denn da bin ich gerade dabei, aktuell. Ja, die werden jetzt alle eure nach diesem Podcast, werden unsere ganzen Follower natürlich alle die Zeitung der Dresdner Stadtentwässerung lesen und sich informieren darüber. Ne? Man kann auch einfach mal deinen Namen googeln, das habe ich auch gemacht. Da findet man auch den einen oder anderen Artikel aus der Zeitung. Ich habe letztens gelesen, du hast einen neuen Kanal unter der Semperoper gefunden oder einen der ersten Kanäle? Ich wusste noch, eine Kollegin hat mir das mal gesagt, Mensch, guck mal auf den Theaterplatz, also nicht direkt unter der Semperoper, sondern auf dem Theaterplatz vor der Semperoper, da liegt auch ein ganz, ganz alter Kanal und der war bei uns aber in den Plänen irgendwie mit 1900 irgendwas eingezeichnet, was nicht stimmte. Und ich habe mir den angeguckt und habe dann recherchiert und der ist also tatsächlich aus der Barockzeit noch. Oder das ist unser ältester Kanal, der noch in Betrieb ist, von 1750 ungefähr. Ganz genau weiß man es nicht. Mhm. Gibt es da auch da so eine innerdeutschen Vergleiche? Also welcher Betreiber hat den ältesten Kanal oder so oder gefunden? Gibt es da solche? Linksrheinischen Gebiete, die haben ihre römische Vergangenheit, die sind natürlich da sozusagen, die haben immer die Nase vorn. Ja, okay, wenn wir noch ein bisschen brauchen. Aber dann kommen wir doch mal wieder in die Gegenwart. Wenn du jetzt als, du hast ja vorhin gesagt, du musst immer darauf achten, die Metapher war, dass die Säge wieder rutscht, wenn sie stecken bleibt, ne? So ähnlich hast du das gesagt. Was kann denn in so einem Kanalnetz alles so passieren, was... Du hast Geruch zum Beispiel vorhin schon gesagt, da kennen wir uns ja besonders, Daniel und ich besonders gut aus, aber was kann denn sonst noch so im Kanalnetz passieren, wo du jetzt sagst, da muss man sofort helfen oder das ist so ein, oder da verbringen wir viel Zeit mit? Naja, es gibt natürlich Störfälle aller Art, weil irgendwelche Chemikalien dann eingeleitet zum Beispiel und Öl oder es gibt einfach einen Autounfall und Benzin läuft in die Kanalisation. Das sind dann die Situationen, wo man dann kreiselt, ja, um jetzt sozusagen die potenziellen Folgen da irgendwie einzudämmen. So ganz plakative Sachen. Oder ich habe letztens erst den Fall, da bin ich spazieren gegangen an der Elbe und aus einem Auslasskanal, die Mischwasserkanalisation hat ja Auslasskanäle, wenn es mal zu stark regnet, dann geht ein Teil dann verdünnt in die Gewässer und über so einen Auslasskanal, da lief volle dann das Schmutzwasser in die Elbe raus. So, war totaler Zufall, dass ich da gerade lang kam und habe dann gleich angerufen bei unserem Bereitschaftsamt und da war es so, dass eben halt die Kanalisation oberhalb des Regenüberlaufs, wo der Auslasskanal also losgeht, verstopft war. Ja, und damit konnte das Wasser nicht zur Kläranlage fließen und hat sich dann den Weg über den Auslasskanal gesucht. Haben wir dann innerhalb von einer halben Stunde abgestellt. Aber das sind natürlich so Sachen, die will man nicht haben. Also was kommt denn vor? Mhm. So als Beispiel jetzt mal. Also eine Art Risikomanager. Ja, Risiken werden auch immer wieder diskutiert, aber das ist ja jetzt einfach eine Betriebsstörung, ja. Hat jetzt mit Risiko nichts zu tun. Aber man muss da schnell handeln, weil das ist natürlich dann hart an der Gewässerverschmutzung, wenn man also sozusagen irgendwelche Versäumnisse
dann hat, dann ist man auch schnell mal vorm Kadi. Mhm. Ist mir glücklicherweise noch nicht passiert und hoffe, dass es auch nicht passiert noch. Das sind Verstopfungen, sind eins. Ihr sanieren werdet ihr ja sicherlich auch den einen oder anderen Kanal, hast du ja vorhin auch gesagt, mit dem Düker, den ihr dort unter der Elbe saniert habt. Wir hatten auch schon eine Folge zum Beispiel über Ratten gemacht hier im Abwassertalk. Wie ist da? Da gibt es ja auch quasi einige Erkenntnisse bei euch, oder? Ja, ne, es gibt keine Kanalisation ohne Ratten, das ist ganz klar, und so weit auch welche. Aber es ist, sagen wir, lokal nur ausgeprägt und wir haben das eigentlich ganz gut im Griff und haben jetzt, wir reagieren eigentlich nur auf Meldungen aus der Bevölkerung, soweit sie also uns betreffen, beziehungsweise wenn unsere eigenen Kollegen feststellen, dass also ein Kanalbereich von Ratten befallen ist, dann unternehmen wir dann auch was und tun dann entsprechende Beköterungen machen. Oder das Erste, was wir jetzt eigentlich neuerdings eben tun, ist, dass wir die Kanäle baulich instand setzen, weil die Ratten, die leben ja vor allem deswegen gerne in der Kanalisation, weil sie sich erstens darüber sozusagen von A nach B bewegen, um jetzt an der Oberfläche sozusagen aktiv zu werden. Und weil sie zweitens dann sich eben halt Nester bauen in irgendwelchen Erdlöchern, dann zum Beispiel, wo die Kanalisation schadhaft ist, dann findet man ein Rattennest dahinter und wenn man also dann die Schäden beseitigt, dann haben die Ratten keine Möglichkeiten, dort sich einzunisten und damit bekämpft man die sozusagen indirekt und giftfrei am besten. Aber wenn man Gift braucht, dann kommt es halt auch zum Einsatz und da haben wir ja in jüngerer Vergangenheit verschiedene Techniken ausprobiert. Es ist ja mittlerweile so, dass man also dann doch oft zu einer Köderschutzbox greift, um den Köder eben halt vor Wasser zu schützen, damit er eben nicht im Wasser abgelöst wird und sich die Bestandteile, das Gift quasi dann in die Umwelt begibt. Ja, okay, bei solchen Abschlagsereignissen, wie du vorhin meintest. Jetzt ist es ja so, dass... Auch das, was über die Kläranlage dann fließt, was in der Kläranlage gereinigt wird, diese Giftstoffe, die werden eigentlich da nicht behandelt. Die gehen sozusagen eins zu eins durch. Hm. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Problem, wenn sich das in der Natur dann ansiedelt. Da hatten wir ja schon mal eine größere Folge zu gemacht. Inwiefern, du bist ja auch in der DWA, hatten wir ja auch schon mal was darüber erzählt in unserem Podcast. Du bist ja da auch relativ aktiv. Inwiefern ist das für dich als Kanalnetzleiter wichtig, in der DWA aktiv zu sein? Und was machst du da Das hat sich dann auch so ergeben, dass man jetzt eine Weile, also ich war auch schon als sagen wir mal, jüngerer Ingenieur in diversen Arbeitsgruppen immer mal tätig, weil mich das einfach auch interessiert hatte und ich mich fachlich weiterentwickeln wollte. Und das ist also, kann ich jedem nur anraten, sich da zu interessieren für sein Spezialgebiet wegen mir, weil der Austausch mit Kollegen aus anderen Landesteilen. Wir hatten teilweise auch dann welche aus der Schweiz oder Holland dabei. Das ist total interessant. Unterschiedlichste Denkweisen, unterschiedlichste Problemstellungen, die da jeweils im Hintergrund sind. Und das ist also auch sehr lehrreich, dann zu sehen, wie mühevoll es teilweise ist, um sich überhaupt irgendwie über Sachverhalte, wo wir sagen, das ist doch völlig klar eigentlich, jetzt wollen wir reden. Nein, es ist nicht klar, man muss sich erstmal darüber verständigen, was eigentlich das Thema ist. Und das ist einfach sozusagen eine gute Schule, das zu machen. Und mittlerweile ist es ja so, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, dass man natürlich auch eine gewisse Verantwortung verspürt, sein Wissen dann irgendwie mal weiterzugeben. Ja. Und deswegen bin ich also jetzt in der DWA-Arbeitsgruppe Kanalnetzbetrieb tätig und wir machen dazu allen möglichen Themen, die eben aktuell sind, auch Regelwerksarbeit und Arbeitsberichte etc. Letztens zum Beispiel zum Thema Rattenbekämpfung haben wir einen Arbeitsbericht in der KA veröffentlicht. Also quasi, wie man damit umgehen sollte. Und da sind dann ja vier verschiedenste Kanalnetzbetreiber irgendwie dabei, ne? Ja, wir sind also 12 Leute oder so ungefähr, ja. Und wen das näher interessiert, der sollte mal zu den Kanalbetriebstagen nach Nürnberg kommen wahrscheinlich, ne? Zum Beispiel. Da stellt ihr ja meistens eure Ergebnisse in den Arbeitsgruppen vor und dann
hat man ja so 200, 300 Teilnehmer dort. Ich weiß gar nicht, wie viele dann beim letzten Mal dabei waren, die sich das dann... Naja, 100 ungefähr. Ne? Ach, 100 waren es. Drei mal nicht. Ungefähr 100. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es nicht durchgezählt, aber... 100 ist schon eine ganz ordentliche Zahl, wenn du die in so einem Saal hast, ja. Also da werden immer aktuelle Themen dann auf die Tagesordnung gesetzt. Ich bin da auch mit diesem Programmbeirat mit drin, der von Roland Kammerer aus Frankfurt hier geleitet wird. Und ja, was wir eben halt an interessanten Themen so sehen, das kommt dann rein. Und wenn manchmal kommen auch aus den jeweils Vorjahren dann noch Hinweise in den Feedback-Fragebögen, ne, von den Teilnehmern. Und das wird dann abgegriffen und dann Referenten gesucht und das wird dann eben halt Thema. Was sind so neben der Rattenbekämpfung noch aktuelle Themen, die da diskutiert werden? Und wahrscheinlich Corona, ne? Also das aktuellste Thema? Naja, Corona ist natürlich ein Thema, weil es ja doch gewisse Einschnitte hat. Wir konnten zum Beispiel jetzt, wir hatten keine FFP3-Masken mehr. Abwasser ist ja an sich ein hochinfektiöses Medium sowieso schon. Auch ohne Corona. Mhm. Und deswegen gibt es ja da diese sogenannte Biostoffverordnung, die eben halt bestimmte Hygieneregeln beim Umgang mit solchen sogenannten biologischen Arbeitsstoffen beinhaltet. Und die schreibt unter anderem vor, wenn man also jetzt mit Aerosolen zu tun hat, eben FFP3-Masken abzusetzen. Mhm. So, und die gab es aber jetzt eine Weile lang nicht. Und alle waren natürlich auch etwas, hatten ihre Rezeptoren geschärft und haben gesagt, naja, aber ich will jetzt aber nicht ohne Maske mich irgendwelchen Aerosolen aussetzen. Und das haben wir auch natürlich gesagt, das kommt jetzt auch nicht in Frage. Und haben dann einfach bestimmte Tätigkeiten, also zum Beispiel auch die Kanalreinigung mit Hochdruckspülfahrzeugen, aber insbesondere die Bauwerksreinigung, wo dann die Kollegen also im Bauwerk, im Schacht mit Kärchern etc. dann zum Beispiel Reinigungsarbeiten machen und voll im Dunst stehen, die haben wir alle ausgesetzt. Jetzt mittlerweile gibt es wieder Masken, sind wieder handelsüblich und wir fangen jetzt wieder an, sozusagen dort normalen Modus wieder umzustellen. Das ist ein Thema, da sind wir auch in unserer Arbeitsgruppe jetzt gerade dabei, dass wir die Erfahrungen auch nochmal zusammentragen wollen, um die dann auch für die Nachwelt festzuhalten. Ich hatte übrigens heute in der Tagesschau, das kann ich mir vielleicht mal erzählen, so ein Video gesehen, die als Gedankenspiel die Kläranlagen ins Spiel bringen für die Corona-Früherkennung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen hattet. Also das bedeutet, die Kläranlagen sollen mit den Wasserproben, die dort genommen worden sind, als Frühwarnsystem gelten, wo Corona welchen Zustand hat. Oder welches Ausmaß, bevor diese R-Zahl ersichtlich wird. Ja, das wird schon seit mehreren Wochen diskutiert. Es wurden praktisch in Abwasserproben Reste von Viren gefunden. Also keine aktiven Viren, aber eben halt DNA von Viren. Und daraus, aus dieser Erkenntnis heraus, wurde gesagt, ja, dort, wo ich die finde, müssen sie ja irgendwie in der Bevölkerung sein. Und über diesen diese Schlussfolgerung hat man gesagt, na gut, da könnte ich ja sozusagen rückkoppelnd aus dem Abwasser dann quasi Rückschlüsse auf die Zahl der Viren in der Bevölkerung ziehen. Da sind, glaube ich, jetzt mehrere Universitäten und Forschungsinstitute dabei, das auszuwerten. Aber Näheres weiß ich dazu auch nicht jetzt auf Anhieb. Ich hatte auch bloß ein Gedankenspiel gesehen heute. Ja, das ist ja eigentlich ganz interessantes Thema. Wie geht ihr dann damit um mit Bürgern quasi? Ihr habt ja jetzt quasi dann, also du hast ja vorhin das mit den Schachdecken gesagt, das ist ja das Einzige, was der Bürger von eurem Kanalnetz sieht, ne? Und wenn er klappert, dann beschweren sie sich drüber. Wie es darunter aussieht, ist ja dem Bürger oft nicht so bekannt. Ja, logischerweise, das sieht es ja nicht. Das heißt, ja, wir informieren natürlich jetzt, also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wird ja einmal im Jahr, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ausfallen wegen Corona, machen wir einen Tag der offenen Tür, wo die Leute herkommen können und sich informieren können. Wir haben auch kleine Filme über YouTube zum Beispiel abrufbar zu aktuellen Themen, zum Beispiel zu den sogenannten Fließtüchern oder Feuchttüchern, sagen manche. Ne? Es geht aber um die Fließtücher vor allen Dingen, die eben halt sich anders als Toilettenpapier nicht zersetzen, wenn sie eine Weile im Abwasser schwimmen,
und eben Schäden anrichten an Maschinen, an Pumpen speziell, an Rechenanlagen und so weiter. Da machen wir dann, wie gesagt, so kleine Informationsfilmchen. Wir gehen auch an die Schulen. Wir haben da bei uns ein sogenanntes nasses Klassenzimmer. Das heißt, also das ist jetzt nicht von unten nass, sondern von oben. Man kann praktisch mit Wasser experimentieren. Und die kleinen, die Kinder werden eben dann dort frühzeitig an dieses Thema herangeführt und sie sind ja auch mit großer Begeisterung dabei. Also das, wir haben auch eine gute Zusammenarbeit mit der Presse hier und mittlerweile sind wir also auch eine feste Größe in der Lokalzeitung hier, den Lokalzeitungen, die also immer, wenn irgendwas bei uns los ist, dann einen Bericht bringen, was wir natürlich gerne sehen, weil wir eben dann darüber eben halt auch Verständnis für unsere Tätigkeit, ja, sagen wir mal so von ja, wenn man also nicht darüber weiß, ja, erstmal nicht so besonders angenehm rüberkommt wahrscheinlich. Ne? Aber es ist halt nicht das Medium, was jetzt jeder unbedingt haben muss. Hauptsache, man drückt auf die Spülung und es fließt weg, ne? Es ist halt vielen nicht bewusst wahrscheinlich. Man will es weg haben. Es ist halt vielen nicht bewusst, wie viel Geld da dann wahrscheinlich auch eingesetzt wird. Das ist ja die teuerste Infrastruktur, die es eigentlich gibt, die du da betreust in Dresden, ne? Ja, genau. Also das sagt man ja so landläufig, dass das immer der größte Vermögensgegenstand einer Kommune ist, Abwassersystem. Was vielleicht auch noch interessant ist bei euch, das vielleicht für die Zuhörer, vielleicht war ja der ein oder andere mal da auf den Dresdner Abwassertagen, da präsentiert ihr ja auch immer neue Sachen zusammen mit, also als Stadtentwässerung veranstaltet ihr die ja. Ne? Und wir haben dort eigentlich nichts Neues, sondern wir laden eine wir stellen das Programm zusammen, wir laden Referenten ein, die ihre zu bestimmten Themen dann eben vortragen. Und wir haben eine riesengroße, mittlerweile kann man das so sagen, Industrieausstellung, wo also dann Firmen aus Deutschland und darüber hinaus dann ihre Neuigkeiten vorstellen. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Wir haben ja über die Vergangenheit jetzt ein bisschen gesprochen vom Kanalnetz und für die Gegenwart, was aktuell so vielleicht uns betrifft, was ist denn so für die Zukunft zu erwarten? So Kanalnetz, worauf muss man sich fokussieren und was, wo sagst du, wo geht die Entwicklung hin im Kanalnetz?